Die meisten Menschen sind sich in einem Punkt einig. Sex ist absolut super und absolut einzigartig. Aber ist Sex auch der ultimative Kick? Oder gibt es andere Dinge, die uns ähnliche Gefühle bescheren? Um das herauszufinden, haben wir zwei Paaren sehr ordentliche Kicks verpasst. Kickt Fallschirmspringen stärker als Sex? Und können PS-Monster vielleicht körperliche Nähe und Orgasmen ersetzen? So eine Lady zu reiten, das kommt einem Orgasmus schon sehr nahe. Wir wollen wissen, ist Sex wirklich unser ultimativer Kick im Leben? Oder gibt es Dinge, die uns doch viel mehr von den Socken hauen? Dazu haben wir mit zwei frisch verliebten Pärchen ein Experiment gemacht. Eileen und Björn, beide Ende 20 und seit 4 Monaten zusammen. Und Laila und Felix, Anfang 20, seit einem halben Jahr verliebt. Zusammen mit Emotionstrainer Thomas Klü wollen sie herausfinden, was in uns wirklich die stärksten Gefühle hervorruft. Was ist er, der ultimative Kick? Ich hoffe, wir sterben nicht. Los geht's mit dem Basisexperiment. Wie stark kickt Sex nun eigentlich? Dazu haben wir für beide Paare exklusive Hotelbetten gebucht. Hallo, herzlich willkommen, kommt rein. Sex sollen sie hier haben. Im Dienste der Wissenschaft. So, das ist der Ort des Geschehens. Und hier geht's darum, dass ihr jetzt gleich Spaß habt. Ungewohnt. Sex habe ich so gut wie jeden Tag. Oder wenn ich es halt will, auf jeden Fall. Und wenn es dann aber so ist, die Welt weiß Bescheid, wann ich meinen Koitus habe und sowas, ist schon ein komisches Gefühl. Und das Gefühl wird noch komischer, denn wir wollen ihren Kick beim Sex ja messen. Mit einem zugegeben recht unromantischen Gerät. Über Elektroden an den Händen misst es ihren Hautleitwert und der verrät, wie stark ihre Emotionen zu welchem Zeitpunkt sind. Wenn du dich bewegst, wird sich der Hautleitwert ändern. Aber auch wenn du an was Schönes denkst oder an was Entspannendes oder an was Aufregendes. Denk mal gerade an was Aufregendes. An die Achterbahn im Heidepark Soltau. Okay, guck mal, schon verändert sich die Kurve. Schon geht's hoch, siehst du? Zusätzlich nimmt Krankenschwester Carola Weihe bei allen Blut ab. Einmal jetzt im Ruhezustand und dann später noch einmal unmittelbar nach dem Sex. So kann ein Labor bestimmen, wie viele Kickhormone jeder in der heißen Phase ausschüttet. Alles in allem keine besonders antörnenden Voraussetzungen, aber trotzdem müssen unsere Paare jetzt irgendwie in Stimmung kommen. Dieser ganzen Kabellage und sowas. Baumelt hier unten aus dem T-Shirt raus. Ich finde das so spannend, dass mir das im Endeffekt eigentlich egal ist. Los geht's. Beide Paare verziehen sich in ihr Schlafzimmer. Wir warten anstandshalber draußen und lassen die vier in Ruhe machen. Aber was passiert eigentlich beim Sex? Was genau bringt uns den Kick? Zunächst wird uns heiß und dafür sorgt ein spezielles Hormon. Am Anfang geht es sicher mal mit Adrenalin los. Die Atmung wird schneller, der Puls geht hoch, die Aufregung steigt. Es wird prickelig, es wird kribbelig. Adrenalin ist aber nur der Vorbote des Kicks. Für die eigentlichen Glücksgefühle sorgt ein ganzer Cocktail von Glückshormonen, die wir beim Sex im Gehirn ausschütten. Ein Hormon sorgt dabei für besonders viel Lust. Das sogenannte Dopamin. Es beschert uns regelrecht ekstatische Glücksgefühle. Jeder kennt das sicher, wenn er in so einem Rausch ist, wo er merkt, das überschäumt mich oder ich kriege ein Kribbeln, ich könnte die Welt umarmen, dann ist Dopamin ganz sicher mit im Spiel. Beim Orgasmus wird besonders viel Dopamin ausgeschüttet. Und je mehr Dopamin, desto größer der Kick. Beim ultimativen Kick, da sind die Alltagssorgen weg, Gehirn ist ausgeschaltet. Hallo? Na, komm mal ganz schnell her, Blut abnehmen. Zurück im Sex-Experiment. Eileen und Björn sind als Erste fertig. Anhand ihrer Adrenalin- und Dopaminwerte werden wir sehen, was wirklich abging. Hat alles so funktioniert, wie es sein soll? Hey. Aber wie stark war der Sex-Kick genau? Aus den Maximalwerten der Blutwerte und der Hautleitkurven erstellt Thomas Klü für jeden ein Kickbarometer. Eileen, du bist gestartet bei einem Wert von 14.
Dein Maximalwert an dieser Stelle jetzt war 54, das heißt, du hast vervierfacht. Damit hat Eileen einen Ausgangswert auf ihrem Kickbarometer. Hinzu kommen 77 Nanogramm Adrenalin und 91 Nanogramm Dopamin. Björn, jetzt hier beim Sex hattest du einen Maximalwert von 72. Das heißt, im Vergleich zu seiner Freundin war er noch deutlich erregter. Auch seine Glückshormonausschüttung entsprechend höher. Felix, bei dir ein relativ langer Kick. Messtechnisch liegen die beiden Herren fast auf einer Kickwelle, wenn auch Felix etwas weniger Glückshormone ausgeschüttet hat. Am wenigsten hat seine Freundin Laila ausgeschüttet. Sie hat ihren Ruhewert nur verdoppelt. Offenbar nicht richtig in Fahrt gekommen. War sicher ein Kick, ob es dein ultimativer Kick war, das werden wir jetzt noch feststellen. Und zwar beim Fallschirmspringen. Ist dieser Adrenalinkick möglicherweise stärker und dadurch auch besser als der Kick beim Sex? Die beiden Paare sollen es ausprobieren. So Leute, habt ihr das jetzt gesehen? Das machen wir jetzt gleich. Ja, das war. Aha. Da es für alle das erste Mal ist, machen sie einen Tandemsprung. Ausgestattet mit Hautleitmessgerät und einer sogenannten Braunüle, über die wir nach dem Sprung sofort Blut abnehmen können. Ich hoffe, wir sterben nicht. Mama, Jasmin, ich hab euch lieb. Los! Schöne Gefühle wie beim Sex? Noch undenkbar. Auf keinen Fall besser als Sex gerade, weil ich ein bisschen Schiss hab und beim Sex habe ich komischerweise keinen Schiss. Dominik Stoll ist der Tandem-Chef. Mit seinen Kollegen vom Fallschirmclub im pfälzischen Schweighofen nimmt er unsere Pärchen mit in die Luft. Puls geht hoch, Herzrasen. Guck mal, wie hoch wir schon sind. 300 Meter. 4000 Meter Höhe. Jetzt müssen sie sich umdrehen, damit sie der Tandem-Master vor sich festschnallen kann. Eileen hechelt regelrecht vor Angst. Der freie Fall dauert rund 50 Sekunden. Dann geht der Fallschirm auf. Und die Gleitphase beginnt. Jetzt strahlen die Gesichter. Nach 4 Minuten die Landung. Jetzt erleben wir alle in regelrechter Ekstase. Alle total gekickt. Ich hab gesabbert. Ich hab ehrlich gesabbert, weil es so schön war. Unglaublich. Nee, war voll geil, Mann. Dass wir ihnen Blut für die Hormonwerte abnehmen, bekommen sie kaum mit. So geflasht sind sie. Voll wie unter Drogen stehen die gerade. Die sind völlig stoned. Ein Megakick, der mit stetig steigender Angst beginnt. Diese Angst ist es, die alle regelrecht mit Adrenalin vollpumpt. Denn Adrenalin ist der Botenstoff, der uns in gefährlichen Situationen kampfbereit macht. Ja, der Kick von Adrenalin ist eigentlich nur ein Kick von Angst. Das Kickerlebnis wäre, was danach kommt, wenn ich da oben in der Todesangst bin und dann rausspringe und danach irgendwas passiert, wo ich völlig abgehe. Abgehen tut man dann, wenn sich die Anspannung löst. Dann wird aus Angst Erleichterung und Glück. Wenn du draußen bist, hast du keine Angst mehr. Dann ist es einfach nur noch ein super Gefühl und du fällst frei und du fühlst dich gut, du schreist es raus. Obwohl Felix Sexkick schon enorm war, Fallschirmspringen toppt ihn. Seine Adrenalinwerte 4-mal höher als beim Sex. Seine Freundin Laila schüttet sogar 10-mal so viel Adrenalin aus und ist deutlich stärker gekickt als im Bett. Der Kick besteht, glaube ich, eigentlich darin, dass man überhaupt keine Kontrolle mehr über irgendwas hat, weil es so riesige Dimensionen sind, die der Himmel, der Wind, der freie Fall. Auch bei Eileen rasen die Werte hoch. Mehr als ein Drittel höher als beim Sex. Von allen am meisten Adrenalin und Dopamin schüttet Björn aus. Entsprechend stark sind seine Glücksgefühle. Jetzt mal ganz unter uns. Ist das jetzt geiler als Sex?
Auf jeden Fall. Okay. Da kannst du nichts vergleichen. Das ist der Hammer. Ja. Würde ich auch geiler als Sex. Wir halten fest, es gibt tatsächlich Momente, in denen Sex so gar nicht mithalten kann. Auch unser Alltag ist voller kleiner Kicks, gegen die Sex, wenn man mal ehrlich ist, oft keine Chance hat. Der Suchtkick. Bei Eileen sind's Zigaretten. Der Teufel steckt im Nikotin, das innerhalb von 7 Sekunden über das Blut zum Gehirn gelangt. Hier heftet es sich an die sogenannten Belohnungsareale und zwingt sie, das Glückshormon Dopamin auszuschütten. Eileen hat bei dieser Zigarette 44 Nanogramm Dopamin ausgeschüttet und damit ein Glücksgefühl erlebt, das sie immerhin halb so stark kickt wie Sex. Erstaunlich stark, aber genau diese schönen Gefühle sind es, die Raucher so süchtig machen. Der Suchtkick ist eine Katastrophe, weil wer süchtig ist, stellt alles andere hinter seiner Sucht an. Essen, Trinken, Sex, Beziehung, als erstes kommt die Sucht. Aber auch der Sportkick macht süchtig. Laila geht 3-mal die Woche joggen, bis über die Schmerzgrenze hinaus. Ich brauche das einfach, um klare Gedanken zu kriegen, abzuschalten. Unser Körper schüttet Endorphine aus. Endorphine heißt körpereigene Morphine übersetzt. Das heißt, es wird Morphium ausgeschüttet, der diese Schmerzen reduziert, gleichzeitig aber auch eine Ekstase erzeugt. Der Rausch beim Joggen kickt Laila sogar stärker als Sex. Sie schüttet aber nicht nur mehr Endorphine, sondern auch 15% mehr Dopamin aus. Nur beim Fallschirmsprung war es noch mehr. Was für Laila das Joggen ist, ist für Felix das Bedürfnis nach Entspannung. Dafür würde ich jetzt zum Beispiel keinen Sex haben wollen. Es wäre mir egal, ich würde sagen, nein, weitermachen, auf keinen Fall. Es geht ums Genießen, Abschalten und Energie auftanken. Zwar schlägt Felix Kickbarometer kaum aus. Alle Werte im Keller, aber trotzdem ist Entspannung ein Bewusstseinszustand, der richtig flashen kann. Für Björn ist es das Schlimmste, Hunger zu haben. Und jetzt ist er gerade richtig ausgehungert. Wenn man richtig Hunger hat, na klar, dann befriedigt man ja so einen Burger mehr als Sex. Doch da täuscht Björn sich. Objektiv betrachtet kickt ihn das Essen gerade nicht stärker als Sex. Beim Burger schüttet er nur halb so viele Glückshormone aus. Als letztes wollen wir noch wissen, sind 650 PS besser als Sex? So eine Lady zu reiten, kommt einem Orgasmus schon sehr nahe. Fahrzeugveredler Ali Ekici will allen einen Beschleunigungskick vom Feinsten verpassen. Das Ding ist aktuell das Schnellste, was man bekommen kann in Deutschland, von 0 auf 100. Und von 0 auf 200 ist das Ding auch noch brutal. Das wird mir total den Kick geben, weil ich einfach total auf sowas abfahre. Ich will nur noch rein und los. Alle steigen nacheinander zu Fahrer Dima auf den Beifahrersitz. Mit einer Kraft von 1 G werden sie in den Sitz gedrückt. Das ist der Kick, wenn man von 0 auf 100 in 3 Sekunden beschleunigt. Weitere 6 Sekunden und sie sind auf 200. Dann ist alles ruckzuck vorbei. Sofort nehmen wir das Blut ab. Super Kick. Kick auf jeden Fall. Geiler Kick. Definitiv war das hier gerade ein Kick. Felix Kickwerte knapp höher als beim Sex, aber leicht schwächer als beim Fallschirmsprung. Subjektiv für ihn trotzdem der stärkste Kick. Dieses Gefühl, auch in diesem Auto zu sitzen, ist für mich so ein Gesamtding, was für mich so geil ist, dass es einfach kaum noch mit irgendwas zu toppen ist. Auch Björn hat von so einer Fahrt geträumt und ist allein schon deshalb geflasht. Die Werte ergeben für den PS-Kick aber ebenfalls Platz 2 hinterm Fallschirmspringen. Jetzt für diesen Zeitpunkt, jetzt als diesen Moment-Kick, würde ich sagen, ist besser als Sex, ja. Bei seiner Freundin Eileen das gleiche Ranking. Fallschirmspringen Platz 1, Autofahren Platz 2, Sex nur Platz 3. Bei Laila schneidet Sex sogar am schlechtesten ab. Letzter Platz. Autofahren, Joggen und Fallschirmspringen. Objektiv kickt sie alles stärker als Sex.
Aber was bedeutet das im Hinblick auf den ultimativen Kick? Man könnte meinen, Sex sei aufgrund schlechter Rankings raus aus dem Rennen. Aber das stimmt ja nicht. Wenn sich alle für immer zwischen allen Kicks entscheiden müssten. Welcher Kick wäre dann unverzichtbar und damit langfristig doch der beste? Eindeutig Sex. Definitiv Sex. Langfristig sind sich alle einig. Dafür hat die Natur gesorgt. Wir haben beim Sex ein Hormon, das bei den anderen Sportarten, sage ich mal, keine Rolle spielt. Das ist Oxytocin. Oxytocin wird auch Kuschelhormon genannt. Im Gehirn gebildet und ausgeschüttet, sorgt es bei uns für Gefühle wie Geborgenheit und Nähe. Je stärker die Zuneigung wird, umso mehr Oxytocin schütte ich aus. Bei Liebe, bei ganz tiefer Verbundenheit wird es immer mehr. Verliebte kickt beim Sex eben nicht nur die Triebbefriedigung, sondern das Gesamtpaket macht ihn so einzigartig und unersetzbar. Wir brauchen die körperliche Nähe und das Verständnis des Partners und wir wollen uns auch fallen lassen. Weil Sex einfach immer jeden Tag, immer wieder besonders ist und immer wieder eine ganz tolle Sache. Das ist einfach der ultimative Kick.